Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Masterbox von Oleg Sesh. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Master von Oleg Sesh aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box und wir sehen schon, das Ganze ist in so einer Ghetto Blaster Optik designed. Gefällt mir vom Design her richtig gut. Wir haben hier noch einen FSK 0 Aufkleber, der uns verrät, dass wir hier auch noch eine DVD vorfinden werden. Hier lesen wir OLXSH, also Oleg Sesh Master Ghetto Blaster. Das Ganze im Querformat designed. Hier auf der Seite lesen wir ebenfalls Master, also Oleg Sesh Master Ghetto Blaster. Oben ebenfalls. Und auf der linken Seite genauso. Auf der Rückseite haben wir passend zu der Ghetto Blaster Optik hier die diversen Ein- und Ausgänge, den Eingang für den Strom etc. Ghetto Blaster Box Edition lesen wir noch hier, Barcode und Credits. Das Ganze aus dem Jahr 2015. Es ist das zweite Soloalbum von Oleg Sesh nach Nu Etada. Wir haben hier als Boxinhalt einmal ein Shirt. Dann haben wir eine DVD, ein Feuerzeug, einen Sticker, eine Autogrammkarte, zwei Poster und natürlich das Album an sich. Von innen die Box in schwarz gehalten. Wir haben hier so einen schwarzen Einleger, in dem das Album Platz gefunden hat. Wir machen die Box mal zur Seite und wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Oleg Sesh Master hier in schwarz-weiß kommt in einem Standard Jewel Case. Auf der Seite lesen wir auch wieder Oleg Sesh Master. Wenn es mal scharf stellt, jawohl. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir 16 Tracks an der Zahl. Und dann haben wir noch Bonus Tracks, in dem Fall 4 Stück, also 20 Tracks plus Instrumental CD. Und von diesen Tracks gibt es einige Features. Und zwar haben wir Features von Sido, Yasha, Chelo und Abdi, Hannibal, Vaisel und Marla Blumenblatt. Credits und Barcode auch hier drauf. So, dann kommen wir zum Booklet. Und zwar haben wir hier Oleg Sesh abgebildet, natürlich mit Ghetto Blaster. Und dann haben wir hier die einzelnen Tracks, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer den Beat produziert hat, etc. Zieht sich dann vom Designer so durch, also in dieser schwarz-weiß Optik. Dann Oleg Sesh hier im Porträt. Weitere Tracks. Und dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits und eine Danksagung. 385i, hier schwer zu lesen, aber hier in schwarz-grau. So sieht dann die CD aus, ebenfalls in schwarz-grau und weiß gehalten, Oleg Sesh Master, das Album an sich. Und dann haben wir auf der Rückseite noch eine zweite CD und diese beinhaltet die Instrumentals. Gut, dann haben wir eine Autogrammkarte. So sieht das Ganze aus. Oleg Sesh Master hier auf einem Fahrrad und hier mit goldenem Stift OL unterschrieben. Rückseite genauso, allerdings ohne Unterschrift. Dann haben wir einen Sticker, auch hier wieder den Ghetto Blaster im Querformat. Schöner Sticker, nur einer dabei, aber dieser wirklich schön gemacht. A6 dürfte das sein. Dann haben wir ein Digisleeve, eine Papphülle und diese beinhaltet die DVD. Und zwar lesen wir hier Oleg Sesh featuring C-Scott live, mixed by DJ Juiced. Oleg Sesh Radio 64 Cassette Recorder. So sieht das aus. Also Master Bonus DVD lesen wir hier noch. Das Ganze in so einer Walkman Optik. Und die DVD sieht dann so aus.
Auch hier wieder der FSK 0 Hinweis. Ein paar Bilder. Dann haben wir ein Feuerzeug. So sieht das aus, in schwarz und weiß designt, Olexesh Master und auch hier wieder 6.4 zu lesen. Und das Ganze ist so ein Zippo, bedeutet ihr befüllt das entsprechend, also kann man dann hier rausnehmen, das Ganze dann entsprechend mit Flüssigkeit, mit Zippo befüllen und dann hier einfach entzünden. Gab es schon in diversen Boxen solche Feuerzeuge, aber dafür hat sicher der ein oder andere Verwendung, ob Raucher oder Nichtraucher. Dann haben wir zusätzlich noch zwei Poster. Und zwar haben wir einmal dieses hier, Olexesh Master. Olexesh hier auch wieder passend auf einem Ghetto Blaster sitzend. Und oben lesen wir noch 385 ideal präsentiert. Das Poster im Format A3 und ziemlich dünn. Aber dafür erhalten wir noch ein zweites Poster. Dieses ebenfalls im Hochformat, wie auch schon das erste Poster. Und auch hier haben wir wieder Olexesh abgebildet mit dem Ghetto Blaster. Und auch hier lesen wir wieder 385 ideal präsentiert, Olexesh Master. Also, beide Poster im Hochformat und einseitig bedruckt. Das heißt, ihr müsst euch nicht für eines der beiden entscheiden, für welche Seite ihr aufhängt, sondern ihr könnt wirklich beide nebeneinander aufhängen. Und als letzten Boxinhalt, wie so oft, haben wir dann noch ein Shirt, das Shirt in schwarz. Und hier lesen wir, mach nicht diese, sonst mache ich diese, Olexesh Master. Rückseite blank, also kein Backprint. Und wir haben es zu tun, wie so oft, mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Haiti. Grüße gehen raus, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Shirt dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit der weißen Schrift, mach nicht diese, sonst mache ich diese Olexesh Master. Wobei eben das sonst hier in diesem goldbraunen Ton aufgedruckt ist. Gefällt mir vom Design her gut. Ich meine, der Spruch ja ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber rein vom Design her, von der Schriftart und in diesem schwarz-weiß und diesem goldbraun kann man das durchaus tragen. Farblich gelungene Kombination in meinen Augen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann haben wir die beiden Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Die Bonus-DVD in der Papphülle. Dann dieses Master- bzw. dieses Ghetto-Blaster-Sticker. Das Feuerzeug, das Zippo, die unterschriebene Autogrammkarte. Und natürlich das Album an sich, Master inklusive Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box Ghetto Blaster bzw. Master von Olexesh. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Olexesh unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.